Ja, servus, CA-Freunde. Romantischer Sonnenaufgang im Assi-Viertel. Warum zeige ich euch das? Weil es unglaublicherweise 7.18 Uhr ist am Samstagmorgen und ich aus irgendeinem behinderten Grund, ich tippe mal irgendwie auf senile Bettflucht oder sowas, nicht mehr pennen kann. Das heißt für mich, Gewinnerfrühstück, Kaffee plus Zigaretten. Aber es hat auch den Vorteil, und zwar, wie ihr hier seht, tada, das neue Mikro ist da. Das war auch der Grund, warum ich jetzt ein paar Tage kein CO2-Video mehr hochgeladen habe, weil ich mit der Audioqualität unzufrieden war und deswegen mal mir ein Mikrofon bestellt habe. Und ja, also können wir einfach mal testen, ob das was kann. Und ja, wie gesagt, aufgrund meiner senilen Bettflucht habe ich jetzt auch quasi den ganzen Tag Zeit, um das auszuprobieren. Kann natürlich sein, dass ich irgendwann dann doch mal wieder müde werde und mich nochmal aufs Ohr hau. Eigentlich total behindert, aber kann man einmal auspennen und dann wacht man aber halt trotzdem um 6:30 auf. Also ich weiß nicht, das ist halt ja, scheiß Arbeit. Die macht einem den ganzen schönen Rhythmus, Schlafrhythmus kaputt. Ich kann es selber noch nicht glauben. 7:19 Uhr. Fuck you. Aber gut. Dann schauen wir einfach, dass ich die Zeit nutzen kann und hier, wie gesagt, mein Mikrofon mal teste. Ein bisschen was habe ich schon mal ausprobiert, das war relativ vielversprechend. Ich hoffe mal, das wird sich jetzt im Video dann im kommenden auch niederschlagen. Und jo, das soll mal als Einleitung genügen. Das heißt, ich sage bis gleich im Video. Viel Spaß. Ja, servus. Kaffee Nummer 2 ist rausgelassen. Das heißt, wir können jetzt hier endlich zum Spiel kommen. Nogano gegen Walter. Walter kannte ich bisher nicht. Das Spiel hier ist aus dem letzten ESL Cup. Nummer 7, hier sind wir jetzt, glaube ich, schon. Und ja, der hat da, also er kam jetzt nicht ultra weit, aber hat dann doch für einiges an Aufsehen oder Furore gesorgt. Der gute Walter ist, glaube ich, ein Pole. Ja, es ging ja öfter mal hier so das Video rum mit dem epischen Panzerwerfer-Strike. Das war im Spiel davor. Danach kam das hier, das müsste jetzt das Viertelfinale sein. Gegen den Kollegen Nogano, den wir ja in letzter Zeit auch schon öfter gesehen haben und der ja auch schon mal einen ESL Cup gewonnen hat. Von daher erhoffe ich mir hier ein gutes Spiel. Schauen wir mal kurz noch über die Doktrinen. Ja, Nogano Brite, das heißt, es wird halt hier das hier werden wahrscheinlich oder das hier. Gehe ich dann nochmal drauf ein, wenn es denn dann soweit ist. Walter entscheidet sich hier jetzt für Osttruppen. Okay. Ich habe ja schon öfter mal in einigen Videos angesprochen, dass Osttruppen, also so 3 Stück plus Sniper, dann into early, relativ early T3 mit P4s und so gegen Briten relativ effektiv sein kann. Man sieht hier so in leichter Abwandlung versucht das Walter jetzt hier auch. Normalerweise bringt man da eher halt 2 bis 3 Osttruppen und dann den Sniper, und zwar einfach deswegen, um halt hier das Problem zu umgehen, dass man ja mit Sniper-Start immer hat, und zwar Map-Control zu bekommen im Early-Game. Das heißt, ich halte es tatsächlich auch, ich persönlich auch für sinnvoller, sofort hier 2 Osttruppen rauszuhauen und dann erst den Sniper oder sogar 3. Ja, gut, Walter entscheidet sich hier anders, bringt den Sniper gleich. Das hat natürlich dann in dem Moment den Vorteil, dass man halt sofort Manpower Damage macht, denn mit den Osttruppen werdet ihr nicht so viel killen. Von daher durchaus nachvollziehbar die Entscheidung, aber wie gesagt, man hat halt das Problem mit der Map Control dann am Anfang.
Man sieht es ja auch gleich, Nogano hat beide Fuel-Punkte. Gut, hier wird er jetzt gleich wieder weg müssen. Das bringt ja nichts, da wird er hier nur zusammengeschossen von dem Sniper. Das hat halt absolut gar keinen Sinn jetzt hier eigentlich, was Nogano macht, kann er eigentlich gleich weg. Das gleiche gilt für den hier. Denn die sind ja auch relativ teuer, die Infanteriesektionen, beim Refreshen. Das heißt, das war jetzt ein relativ sinnloses Gefecht, das Nogano hier sich gegeben hat. Ich meine, so als Faustregel kann man sich ja immer so merken, kämpft nie ein Gefecht, das ihr nicht gewinnen könnt. Das war im Prinzip jetzt hier das typische Beispiel. Also da gab es halt nichts zu holen für Nogano. Da hätte er sich den einen oder anderen, die ein oder andere Ressource sparen können, wenn er da früher weggegangen wäre. Aber gut. Kein Drama, weiter geht's. Ja, wie angekündigt, hier drei Osttruppen plus Sniper. Bei Nogano gibt's jetzt auch nichts Besonderes. Drei Infanteriesektionen, auch mehr oder weniger Standard, jetzt gefolgt von dem Sniper. Ja, Counter-Sniper, nie verkehrt in dem Fall. Ist halt nicht so einfach als Brite, weil der Briten-Sniper halt eine viel längere Reload-Zeit hat. Das heißt, für den Counter-Snipe, das ist schon sportlich, das gegen den Wehrmacht-Sniper zu machen. Aber dennoch, wenn er ihn überraschen kann, Walter weiß er jetzt nicht, dass der Sniper da ist. Glaube ich zumindest, dass er es noch nicht weiß. Glaub nicht, hat er noch nicht geschossen, ist hier schön auf Hold Fire. Ja. Jetzt hier könnt ihr ihn snipen. Wo hat der denn jetzt hingeschossen? Hätte ihn doch jetzt countersnipen können. Naja. Wollen wir mal sehen. Feind bedroht Eroberungspunkt. Freche Bengel. Ja. Ich weiß nicht. Hat ihn jetzt hier auch auf Hold Fire? Hat der schon geschnallt, dass der Counter-Snipe da ist? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, sonst würde er doch jetzt hier nicht so verpeilt rumballern. Hm. Problem für Nogano ist halt, sobald er hier die Straße überquert, wird er wahrscheinlich sich auftarnen und in dem Moment weiß Walter dann, dass er da ist. Sniper jetzt im Anschluss daran kommt jetzt hier mein Lieblingsfreund, der verfickte AEC-Panzerspielwagen, der mir halt so derbe auf den Sack geht, weil er halt dann doch irgendwie ein bisschen OP ist, für den Preis zumindest, also für 350 Manpower. Jetzt gibt es nicht viele Einheiten, die ähnlich stark sind. Nee, ich glaube, Walter weiß immer noch nicht, dass der Counter-Snipe auf dem Feld ist. Das heißt, besteht immer noch eine gute Chance für Nogano, das hinzukriegen. Hm. Der Feind erobert unser Gebiet. Ja, kann er jetzt auch einfach mal da stehen lassen und darauf warten, dass der Sniper mal wieder hier rüberkommt. Denn wie gesagt, wenn er versucht, ihn hier rüber zu bewegen, besteht halt die Gefahr, dass Walter das sieht. Jetzt ist hier der AEC-Panzerspielwagen da, damit könnt ihr es halt auch probieren, den Sniper zu kriegen. Entschuldigung, jetzt muss hier aber die Faust kommen, mein Freund, deswegen bringt man die Osttruppen doch in dem Setup. Warum hat er jetzt nicht gefaustet? Das ist natürlich scheiße jetzt. Gut, der Sniper ist jetzt noch nicht direkt in Gefahr, aber spätestens jetzt muss er mit dem hier... Warum faustest du denn nicht, Mann? Jetzt kommt die Faust, aber es ist halt zu spät. Ja, das war's jetzt für den Sniper, denke ich. Jetzt kommt schon die nächste Faust, nur bringt halt nichts. Ja, Sniper down. Ja, das war jetzt unnötig von Walter. Also das hätte jetzt nicht sein müssen. Er hätte ihn ja hier schon fausten können, beziehungsweise eigentlich müssen. Das hat er irgendwie verpeilt und hier war es dann halt zu spät. Und jetzt ist der Sniper weg. Das ist natürlich beschissen. Vor allen Dingen, weil ja jetzt hier der Sniper von Nogano freie Bahn hat. Also das war jetzt natürlich uncool. Würde ich jetzt auch fast dafür plädieren, dass Walter den nachbaut. Denn die Strategie basiert halt nun mal auf einem Sniper.
bringt jetzt selber einen Panzerspielwagen. Ja, das kann er jetzt in dem Moment machen, weil er es ja doch jetzt mit seinen Fäusten geschafft hat, den Panzerspielwagen rauszunehmen. Zudem, eine Pack ist jetzt da, das heißt, neuer Panzerspielwagen, damit kann er jetzt umgehen. Kann jetzt hier aber und zusätzlich den eigenen Panzerspielwagen bringen, um den gegnerischen Sniper zu jagen. Was ja auch relativ gut gehen sollte, solange noch kein neuer AEC da ist von Nogano. Nichtsdestotrotz würde ich dafür plädieren, dass er den Sniper trotzdem nachbaut, jetzt, sobald er die Manpower dafür wieder hat. Denn mit den Osttruppen alleine kann er halt gar nichts anfangen. Und hier der Panzerspielwagen, wenn Nogano einen neuen bringt, einen neuen AEC, ist halt hier auch Sense mit dem Gerät hier. Hier muss Nogano jetzt aufpassen. Er läuft jetzt auch noch da rein. Was soll das denn? Jetzt ist der Sniper halt weg. Ja. Denk mal, eine Salve noch, dann ist der down jetzt. Ja, blöd. Also für Nogano. Und fett natürlich für Walter. Ist jetzt eigentlich ziemlich gut gelaufen, die letzten ein, zwei Minuten. Also er hat halt seinen eigenen Sniper verloren, was im Prinzip mal eine Katastrophe ist, wenn man diese Taktik hier spielt. Aber dafür konnte er den gegnerischen AEC-Panzerspielwagen rausnehmen. Der kostet ja auch 350 Manpower und weiß gar nicht, 35 Fuel oder so. Und konnte zusätzlich jetzt noch mit seinem eigenen Panzerspielwagen den Briten-Sniper rausnehmen. Also da kann man nicht meckern, so wie das jetzt hier gelaufen ist. Nichtsdestotrotz muss er jetzt aber halt hier aufpassen, weil Nogano jetzt schon einen neuen AEC gebracht hat. Und ja, hier ein Schuss und das SDKFZ 222 wäre down. Bringt aber hier die Pack nach vorne, das heißt, er kann jetzt hier nicht wieder einfach reinfahren, der Kollege Nogano. Naja, aber ich sag mal, das Sniper-Play war jetzt von beiden Spielern nicht optimal. Also das hier hätte nicht sein müssen von Nogano. Und wie Walter den Sniper verloren hat, das war halt noch unnötiger. Er hätte hier schon das AEC fausten können. Und als das dann hier gemacht hat, war es halt zu spät. Also hätte er ihn hier schon gefaustet, hätte das Teil niemals in die Base fahren können. Und genau für solche Aktionen hat man unter anderem die Osttruppen ja in der Strategie, dass man solche leichten Fahrzeuge eben slowen kann mit der Faust. Hat jetzt aber, wie ich es auch empfohlen habe, den Sniper nachgebaut. Das heißt, jetzt ist eigentlich Walter in einer ganz angenehmen Position. Das heißt, er hat den eigenen Sniper wieder, hat eine Pack auf dem Feld gegen das AEC. Der gegnerische Sniper ist weg, also relativ angenehm eigentlich. Das ist jetzt aber auch nötig, hier Vorsicht mein Freund, das ist jetzt aber auch nötig, weil Map-Control-mäßig sieht es ja mal echt beschissen aus für Walter, obwohl die letzten Gefechte ja gut gelaufen sind für ihn, aber naja, so langsam sollte er dann schon mal gucken, dass er hier irgendwie mal einen Fuß in die Tür kriegt und zumindest mal einen Fuel und eine Siegmarke, ja gut, eine Siegmarke hat er ja schon, aber der ist ja schon wieder am Verlieren. Also ein Fuel und eine Siegmarke, wenn es geht, noch irgendwie einen Munitionspunkt, will man ja schon irgendwie haben. Und jetzt wird es dann in Minute 11 auch langsam mal Zeit, dass er hier so Map-Control-mäßig mal ein bisschen was macht, der Kollege Walter. Aber so im Großen und Ganzen ist das also katastrophal gestartet mit dem eigenen Verlust des Snipers, aber dann im Anschluss ist es halt perfekt gelaufen eigentlich. Nogano bringt jetzt seinerseits einen erneuten Sniper. Ja, nachvollziehbare Entscheidung. Nur langsam sollten sie mal gucken, dass sie auf ihren Sniper ein bisschen besser aufpassen. Ja, wie angekündigt, Map-Control-mäßig wird es jetzt langsam ein bisschen besser. Das 222, wie man so schön sagt, ist jetzt auch wieder einsatzbereit. Wird ihm nur nicht viel bringen, weil das AEC, das verhurte, hässliche AEC, den halt in zwei, maximal drei Schüssen rausnimmt. Ja, wie man sieht, es reichen, glaube ich, zwei. Naja. Ja, da sieht man mal wieder, warum ich das Teil absolut beschissen finde und hasse. Es ist halt einfach ein Tick zu stark, so für den Preis, meiner Meinung nach.
Aber wollen wir nicht heulen, so ist es halt. Dafür haben die Briten halt auch andere Nachteile im Spiel. Das Behinderte ist halt irgendwie bei Briten, ja, wir haben immer relativ wenige Einheiten auf dem Feld, weil die halt auch recht teuer sind und so alle. Nur die sie halt haben, sind halt extrem stark. Das sieht ja ganz cool aus hier. Nie gesehen, die Animation. Ja, das war jetzt schön gemacht von Walter. Schön die Pack nachgezogen. Hatte hier Sicht durch seine Osttruppen. Und ja, konnte dadurch das AEC rausnehmen. Dafür habe ich jetzt aber halt hier den Countersnipe übersehen, oder? Ja, scheiße. Sorry an der Stelle. Ja, war ich jetzt hier abgelenkt und hier gab es wohl anscheinend den Countersnipe. Ja, könnte sein. Das heißt, Walter ist jetzt schon seinen zweiten Sniper los. Ja. Sniper-Play will halt auch gelernt sein. So einfach ist das halt auch nicht. Muss man schon ein bisschen Auge drauf haben. Ist mir jetzt nicht so ganz klar, warum er... Ja gut, er bringt jetzt halt den nächsten Panzerspähwagen, das nächste SDKFZ, um wieder den Sniper hier zu... Was macht der denn? Hau doch ab mit deinem verfickten Sniper, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der sieht doch, dass das kommt. Na, jetzt lässt er sich hier schon wieder den Sniper rausnehmen. Also, das war jetzt halt auch echt suboptimal. Er hat doch hier ewig lang schon gesehen, dass das SDKFZ unterwegs ist. Warum ist er denn hier einfach stehen geblieben? Er hätte doch retreaten können, die Pack war hier schon auf dem Weg. Er hätte zumindest eine Chance, bestanden, den zu retten. So ist das natürlich nichts. Also beide gehen mit ihren Snipern wirklich nicht besonders sorgsam um. Jeweils zwei sind schon über den Jordan gegangen. Also ich meine, mit einer Einheit, die so teuer ist, auf die sollte man halt schon ein bisschen aufpassen. Okay. Walter wird es jetzt irgendwie langsam auch zu blöd mit den Snipern und sattelt jetzt auf MGs um. Das ist durchaus übrigens jetzt auch abgesehen von der Action hier halt. Also man kann das, diese Taktik mit den Osttruppen kann man auch so grundsätzlich mit MGs spielen. Also dass man eben statt dem Sniper oder den Snipern eben MGs bringt. Das funktioniert auch ganz gut. Das kann man auf jeden Fall machen. Ja, und jetzt wird sie mal langsam zu dumm, hat schon zwei Sniper verloren, bringt jetzt ein MG, das halte ich auch durchaus für in Ordnung. Vor allem, weil der gegnerische Sniper ja wieder mal weg ist. Ich würde jetzt dann schon aber auch vorschlagen, dass Walter mal hochtaggt jetzt. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht. Also die Taktik fußt halt schon auch so ein bisschen im darauf, dass man halt eben am Anfang sich durch die Osttruppen ein bisschen Map-Control sichert, Sniper nachlegt, um Manpower-Damage zu machen und den Briten in Schach zu halten, dann vielleicht noch eine Pack gegen das AEC oder, was auch funktioniert, Panzergrenadiere mit Schreck und dann eben möglichst schnell T3 aufs Feld bringt mit einem P4, um dann den Briten eben komplett vom Feld zu drücken, bevor er seine Tanks rausholzen kann. So, Besuch auf der Rügenwalder Mühle. Das heißt, Walter begibt sich jetzt mal ein bisschen auf die linke Seite. Versucht das mal ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Das könnte auch klappen. Hier hat er das MG drin sitzen. Das Haus ist zwar nicht so OP wie das Riesenhaus, das hier früher stand, aber es ist halt trotzdem gut und an einer strategisch halt neuralgischen Stelle, sage ich mal. Also wenn da ein MG drin sitzt, das ist auch kein Spaß, immer noch. Ja, hier die Osttruppen, das ist halt da so grundsätzlich das Problem an denen. Die kann man halt im Prinzip nie alleine irgendwo hinschicken, weil es halt einfach Opfer sind. In dem Fall hat es jetzt geklappt. Erstens, weil das
dass SDKFZ hier schon im Anmarsch ist und zweitens, weil sie halt schon in grüner Deckung sind und wenn dann einer über rote Deckung anläuft, dann gewinnt sogar mal ein Osttruppler. Nichtsdestotrotz, die gemeine Osttruppe in freier Wildbahn ist halt letzten Endes, wie gesagt, einfach nur ein Opfer. Und das ist halt ein bisschen das Problem, halt auch an der Strategie so grundsätzlich. Also man kann jetzt nicht einfach mal sich denken, ich schicke jetzt hier mal meinen Trupp alleine mal nach oben, mal gucken, was da geht, weil halt einfach der von jeder Scheißeinheit besiegt wird dann. Aber wie ihr seht, wenn das jetzt mal hier so in diesem Setup dann passt jetzt schon. Jetzt kommt allerdings der Cromwell. Wo ist die Pack? Hier. Die sollte er jetzt auch langsam mal in Position bringen. Das klappt auch. Hier schön die Osttruppen eingesetzt für Motorschaden. Pack wird nachgezogen. Jetzt wird es dann langsam auch mal eng für den Kollegen Cromwell. Ah, ich meine, gekillt wird er ihn, denke ich, nicht kriegen. Läuft jetzt hier noch nach, um noch eine Faust nachzulegen. Ja, aber das wird nicht reichen. Muss er sich jetzt hier auch zurück... Oh, hier kommt schon die nächste Faust, aber nee, das reicht nicht. Ja, und um sich jetzt hier länger aufzuhalten, sind die Osttruppen, wie man sieht, halt auch einfach zu schwach. Auch auf Wett 3. Aber er konnte jetzt hier den Cromwell auf jeden Fall mit auch nur einer Pack relativ gut in Schach halten. Das passt schon so. Sieht jetzt ganz gut aus für Walter. Hat jetzt auch zwischenzeitlich hier wieder seinen Sniper nachgebaut. Da ist 2 MGs, 4 Osttruppen, Sniper, Pack, SDKFZ. Nice, wo will er denn jetzt hier hin? Was machst du denn, mein Freund? Du musst jetzt hier nicht sinnlos das SDKFZ verdonken. Jetzt würde ich aber dann doch echt mal empfehlen, ein bisschen besser auf den Sniper aufzupassen. Das ist jetzt der dritte. Also jetzt langt's dann mal. So. Sonst wird es halt echt langsam zu teuer. Ich meine, 3 Sniper, da könnt ihr euch ja ausrechnen, das sind 1080 Manpower. Das ist schon echt eine immense Investition. Also am liebsten hat man es halt, wenn man ihn gar nicht verliert. Oder mein Gott, kommt halt schon mal vor, dann einmal, aber nicht dreimal. Also jetzt ist langsam mal Vorsicht angeraten. Heal ist auch da, sehr löblich. Jetzt taggt er auch, T2 hat er getaggt, T3 hat er getaggt, aber jetzt ist auch, da hat er auch recht aus meiner Sicht, jetzt ist schon so viel Zeit ins Land gegangen, jetzt braucht er auch keinen P4 mehr bringen, jetzt kann er auch gleich durchtaggen auf T4 und dann kann er halt einen Panther raushauen oder einen Panzerwerfer, je nachdem, wird jetzt hier dann eher für einen Panther plädieren, weil... Der Cromwell, das ist sicherlich nicht der letzte Panzer, den der Nogano bringt. Würde jetzt ein Panther mehr Sinn machen. Wir haben es ja auch letztens gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Das müsste vor 1-2 Cards gewesen sein. Es war ein Spiel von Loofnest. Auch mit Wehrmacht. Und der hat dann auch durchgetaggt auf T4. Hat dann einen Panzerwerfer gebracht. Dann war sein Popcap voll. Und er konnte irgendwie... Konnte keinen Panzer bringen. Kam eine IS-2 aufs Feld, dann hat er halt echt ein Problem bekommen. Das könnte Walter sich ersparen. Gut, er hat auch noch genug Popcap frei, um beides zu bringen. Von daher kein Stress. Nichtsdestotrotz, Panzer fände ich jetzt hier besser. Ich weiß auch nicht, warum Nogano jetzt nichts bringt. Der flattet hier 740 Manpower, 113 Fuel. Kann doch schon wieder einen Cromwell bringen. Weiß nicht, was da so jetzt sein Plan ist. Gut, er könnte, wenn er jetzt schon T4 zum Beispiel oder halt generell Tanks erwartet von Walter, wäre vielleicht auch ein Firefly ganz nett. Auf den muss er halt allerdings noch ein bisschen sparen. Was war das denn jetzt? Ah, okay. Die Pack mit ihrer massiven Range. Na, nett gemacht. Der retreatende Squad hat hier noch Sicht gegeben. So konnte er das SDKFZ rausnehmen. Ja, will man natürlich behalten, aber ich meine, so dramatisch ist das jetzt nicht. Ich meine, wenn es halt weg ist, ist es halt weg. Scheiß drauf. Klar, besser ist es, man verliert keine Einheiten, aber kommt halt vor. Vor allem hier auf Max Range.
wenn man hier mit dem SDKFZ reinfährt, hat man jetzt auch nicht so auf dem Schirm, dass hier hinten eine Pack steht. Wahrscheinlich hat er sie nicht mal gesehen. Ja, hier ein unterstützender Tieffliegerangriff. Es ist aber auch hier die Doktrin geworden, wie ich schon vermutet habe, zu Beginn des Spiels mit dem Lastensegler. Den hat er zwar jetzt noch nicht gebracht, aber ist halt dennoch ganz cool. Oh, hier aufpassen auf den Fuck. Klappt aber nicht. Die Ostruppen halt scheiße sind, auch auf Wert 3. Hier kommt auch gleich der Retreat. Freund Pack, wo ist sie denn? Hier. Zum Heilen in der Basis. Es ist natürlich schlecht, wenn in dem Moment gerade der Cromwell pusht, das MG rausnimmt. Bleibt dir nichts anderes übrig, als hier wieder eine Faust rauszuhauen, um ihn ein bisschen zu slowen. Freund Sniper auch schon wieder in der Bredouille, hat aber jetzt schon Wert 1, 8 Kills, das ist langsam ordentlich. Ja, bis der sich rentiert, braucht er aber schon einiges mehr als 10 Kills. Also gelohnt hat er sich noch nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er ja schon 2 verloren hat. Ja, das halte ich jetzt auch für einen Fehler. Gegen Briten vor allem, die Infanteriesektionen halt so stark sind. Ja, AD-Sniper schon wieder bestimmt, oder? Na, da hätte er jetzt Focus-Fire machen müssen auf den Sniper, dann wäre er jetzt wieder down gewesen. Das war jetzt ein Fehler von Nogano. Also den Sniper hätte er kriegen können. Ja, wie angekündigt, Freund Panther ist auf dem Feld. Das ist eine nette Geschichte. Ich weiß nicht, auf was Nogano eigentlich wartet die ganze Zeit. Kann doch schon lange einen Panzer bringen, jetzt auch einen Firefly. Warum bringt er denn den nicht? Hier die Artillerie, die ist scheiße. Hier diese Base-Artillerie. Aber ja, kann man ja mal hier so raushauen. Hier steht ja auch oft was. In dem Fall halt einfach mal nicht. Von daher für den Arsch. Aber grundsätzlich ist die Kacke, die langsame Feuerrate streut extrem. Also uncool. Was ist denn hier los? Hier schon wieder Counter-Snipe. Ja, hat er wieder Walter wieder nicht auf dem Schirm gehabt, dass Nogano einen Sniper nachgebaut hat. Jetzt kommt auch endlich der Firefly, hätte er auch schon länger haben können, aber okay. Ja, Sniper Nummer 3 down für Walter, also Sniper Micro haben wir auch schon besser gesehen von anderen Spielern, unter anderem auch von Nogano. Ich meine, der glänzt jetzt hier auch nicht unbedingt bisher mit seinem Sniper-Play, aber ja, also Kollege Walter, solides Spiel und so, nur an seinem Sniper-Play kann er noch arbeiten, da ist definitiv noch Luft nach oben. Panther wird jetzt repariert. Das Problem ist, bei dem Firefly, der hat ja hier diese Ultra, wo ist er denn eigentlich? Hallo? Hier. Der hat ja hier diese Ultra-OP-Tulip-Raketen, also die sind halt abartig krank. Die sind halt, oh, hier Sniper gekillt mit dem Panther, oh, hier jetzt kommen die Raketen und wie man sieht, also ohne Scheiß. Also ich habe ja jetzt hier gerade schon angesetzt, muss ich jetzt leider mal stoppen. Ich weiß, manche von euch mögen das nicht, aber das muss ich jetzt hier mal kurz ausführen, weil das geht mir sowas von auf den Sack. Ich wollte jetzt hier gerade schon ausführen, dass das halt schon echt ein bisschen OP ist, diese Raketenscheiße hier. Aber dass das jetzt mit 2 Schüssen den Panther rausnimmt, das hatte ich jetzt tatsächlich auch nicht auf dem Schirm. Dass das so krank abgeht. Ich meine, klar, der war jetzt, hatte nicht mehr volles Leben. Also ich glaube, Full Health wäre das jetzt nicht passiert, aber der wäre auch schon so gut wie down gewesen. Und hier steht ja noch eine Pack. Also das ist da einfach zu stark, oder? Was meint ihr? Also keine Ahnung. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier 2 Schüsse und ein Panther down. Klar, der hatte kein volles Leben, dann sind es halt, was weiß ich. Aber der wäre jetzt auf jeden Fall hier down gegangen, egal was er macht. Gut, er hat dafür den Sniper gekillt, mein Gott. Das federt den Verlust so ein bisschen ab, aber also das ist mir zu stark. Vor allem der Firefly ist ja jetzt auch ohne diese Raketenscheiße schon relativ stark, so auf Long Range. Also das gehört dringend genervt, meiner Meinung nach. Also 2 Schüsse Panther down, es geht. WTF, kann man dann nur sagen.
Walter bringt jetzt den vierten Sniper, also ich weiß nicht, das macht jetzt da langsam keinen Sinn mehr, weil hat er jetzt zu Genüge bewiesen, dass er damit nicht so wirklich umgehen kann. Der gegnerische Sniper ist ja auch wieder down, das ist glaube ich auch schon der dritte, den konnte er mit dem Panther ja rausnehmen. Ich weiß nicht. Grundsätzlich würde ich mir jetzt aber fast überlegen, dadurch, dass ja jetzt hier diese OP-Scheiße am Start ist mit dem Firefly, ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier Sinn macht, noch einen weiteren Panther zu bringen oder ob er sich nicht vielleicht überlegen sollte, stattdessen eine zweite Pack zu bringen. Fände ich fast irgendwie sinnvoller. Wo ist eigentlich die Pack? Die Britenpack hier. Ja, das ist es halt. Also ich meine Cromwell plus Firefly plus die Pack, die unter Umständen da ja dann wieder besetzt wird. Ach nee, jetzt ist sie down. Wer hat das denn gemacht? Mit der Pack. Rundenangriff, Pack auf Pack. Okay. Nettes Manöver. War mir jetzt gar nicht so bewusst, dass das geht. Also, dass das geht schon, aber dass die Pack da so gut trifft, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ja, jetzt erteilt er hier, gibt er hier, hat er hier Sicht mit dem gemeinen Osttruppler, sodass er hier auf Max Range den Firefly beschießen kann. Ja, das ist das, was ich meine. Also bring doch jetzt lieber hier noch eine Pack mit dem Panther. Kannst jetzt eh nichts anfangen, groß. Ja, wo willst du hin, mein Freund? Das bringt nichts hier. Und wenn Cromwell schon Wett 2, was ist da eigentlich der Bonus? Zielsicherheit und Feuerrate, nice. Rauchgranate, scheiß drauf, aber... Was soll das denn? Befindet sich in einer... Hauptkanone, das hat auch einfach höhere Feuerrate, oder? Nur einfach behindert formuliert. Okay. Ja, jetzt wird es nämlich panzermäßig auch langsam ein bisschen böse, denn also Cromwell wird 2, Firefly und jetzt kommt dazu noch der Centaur gegen Infanterie. Das heißt, Nogano hat dann jetzt hier Ultra OP Anti-Tank mit dem Firefly am Start, flankiert von dem Wett 2 Cromwell, so ein bisschen als Allrounder. Und jetzt noch gegen Inf den Centaur, dann wird es halt jetzt Anti-Tank, wird halt jetzt Tank-mäßig halt schon langsam echt böse. Da reicht jetzt eine Pack dann langsam nicht mehr. Er hat sich jetzt doch wieder hier für den Panther entschieden, da bin ich jetzt nicht so davon überzeugt, denn wie gesagt, die Gründe habe ich ja schon ausgeführt. Da würde mir jetzt eine zweite Pack tatsächlich irgendwie besser gefallen. Klar, der Centaur cleart auch Packs wie nix. Aber ich weiß nicht, ob der Panther jetzt hier so den Impact hat gegen den Cromwell und den Firefly. Generell schwierige Situation. Jetzt kommt hier auch noch eine Pack dazu. Jetzt ist dann langsam mal echt Schicht im Schacht für den Panther. Pass doch hier auf deinen Sniper auf, Mann. Oh. Ja, Sniper Nummer 4 down. Ja, also jetzt, ich weiß nicht. Pass doch mal ein bisschen drauf auf, Mann. Jetzt hat er jetzt hier halt schon drei Sniper schon verloren. Dann muss man halt ein bisschen darauf aufpassen. Hier ist der dafür aber der Centaur über eine Mine gefahren, die Walter hier schön gelegt hatte. Das heißt, er konnte ihn jetzt hier mal mit dem Panther rausnehmen. Fahr doch jetzt hier nicht vor, bist du wahnsinnig, Mann. Gegen den Ultra OP Firefly. Ey, fahr doch zurück. Da hatte jetzt hier nur Glück, dass er diese Raketenscheiße konnte er jetzt nicht bringen, weil er die Munition nicht hatte. Aber das kann Walter, konnte er ja jetzt nicht wissen, der Walter hier. Er ist ja ultra riskant. Und wie ihr gesehen habt, auch der normale Schuss vom Firefly ist halt auch schon brutal. Also, wie man ja am Schaden gesehen hat. Jetzt macht das aber schön hier wieder, zieht seine Pack mit, die Osttruppen geben Sicht, kann jetzt hier rausnehmen, hat hier auch schön den Schwachpunkt Anvisierenschuss rausgehauen. Jetzt kann er tatsächlich den Firefly, also das mit dem Panzer war halt absolut beschissen, jetzt verliert er ihn auch. Was geht denn eigentlich mit dem ab?
mit dem Walter, da wechseln sich Licht und Schatten wirklich im Sekundentakt ab. Also, sorry Jungs, da muss ich jetzt hier nochmal, weil es jetzt hier auch so schnell geht, kurz Pause machen. Also im Sekundentakt wechselt jetzt hier Walter von super gespielt auf ey du Kacknoob. Also dass er ist hier wieder nicht zum vierten Mal nicht auf den Sniper aufgepasst, sodass der Centaur den rausnehmen konnte, aber schöne Mine gelegt, sodass der Motorschaden hatte, der Panther konnte ihn rausnehmen, dann fährt er hier nach vorne wie total irre, wenn der Firefly hier steht. Da hat er nur Glück gehabt, dass er diese Geschichte nicht abfeuern konnte, diese Raketengeschichte der Nogano. Ja, dann aber wieder fährt der Cromwell vor, nimmt den Panther raus, wie man hier sieht. Also der Kollege, und dann im Gegenzug aber wieder hier schöne Aktion mit den Osttruppen, die hier Sicht geben für die Pack, sodass er den Firefly rausnehmen konnte. Also Licht und Schatten im Sekundentakt von Walter. Also ich meine, eigentlich gefällt mir das ja ganz gut, was der hier macht. Ich meine, jetzt ist halt irgendwie langsam Schicht im Schacht. Der hat jetzt hier noch 4 Osttruppen und ein MG. Das ist im Prinzip GG jetzt. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch, dass es siegmarkentechnisch jetzt halt langsam echt scheiße aussieht. Also im Großen und Ganzen gefällt mir das eigentlich ganz gut, was der Walter hier macht. Nur er muss halt, also so ein paar Sachen muss er noch abstellen. Also auf seine Sniper muss er wirklich besser aufpassen. Und so grundsätzlich, also das ist ja irgendwie, naja, wie gesagt, Licht und Schatten im Sekundentakt. Also eine super Aktion wird dann sofort wieder zunichte gemacht von einer total irren Scheißaktion. Also da ist durchaus Potenzial da, wie man sieht bei Walter, aber er hat halt dann noch so noch zu viele Aussetzer drin, um jetzt so starke Leute wie Nogano dann halt auch wirklich schlagen zu können. Denn die Chancen waren auf jeden Fall da. Das wird jetzt nichts mehr hier, auch siegmarkentechnisch und so. Bringt jetzt hier wieder einen Sniper. Was soll das noch bringen, den fünften jetzt? Lass doch den Scheiß, bringt doch nichts. Die Pack hat er sich auch klauen lassen. Naja, jetzt ist rum halt. Ja, aber Potenzial ist tatsächlich da von bei Walter. Nur das eine oder andere, da muss er halt einfach nur ein bisschen aufmerksamer spielen, um jetzt hier so starke Leute wie Nogano auch wirklich mal an den Rand von der Niederlage zu bringen. Ja, Nogano hat ja jetzt auch hier alles andere als optimal gespielt, also der hat ja auch 3 Sniper verloren. und so. Infanteriesektion hat er sich auch fucken lassen und Pack und so weiter. Also ist jetzt nicht so, dass Nogano hier. Jetzt kommt hier das GG von Nogano. Ja, also ich meine, klar, das Spiel war gelaufen und so, aber ich meine, die feine englische Art ist das halt auch nicht. Also das GG kommt halt von dem, der verliert und nicht andersrum. Aber naja, so im Großen und Ganzen, unsere russischen Freunde, also in COH, glänzen jetzt so alle nicht so durch die besten Umgangsformen, aber okay. Egal, was soll's, das Spiel war ja eh gelaufen, von daher scheiß drauf. Ja, das Fazit habe ich ja jetzt hier im Prinzip eigentlich schon gebracht. Walter, im Prinzip ganz ordentlich, da ist Potenzial da auf jeden Fall. Er muss halt einfach aufpassen, besser auf seine Sniper. 4 Sniper zu verlieren, das geht halt nicht. Einfach. Braucht man sich dann nicht wundern, wenn man dann verliert. Vor allen Dingen, wenn das wirklich so eine Sniper-basierte Strategie ist, die er hier gespielt hat. Ihr habt aber auch gesehen, ich habe es ja schon öfter angekündigt, da schulde ich euch ja eigentlich noch ein Tutorial zu dieser Osttruppen-into-Sniper-Strategie gegen Briten. Ja, vielleicht kann das Video kann jetzt dazu nicht so ganz dienen, aber ich meine, die grundsätzliche Vorgehensweise hat man ja auch gesehen, halt Osttruppen, die garantieren ein bisschen Map-Control, dazu den Sniper gegen Briten, der ja auch dem Briten-Sniper, wenn man ein bisschen drauf aufpasst, eigentlich überlegen ist, wegen höherer Feuerrate und so. Also man hat schon gesehen, dass das klappen kann,
Nur, naja, also ein bisschen besser aufpassen muss man halt schon auf seine Sniper. Also 4 Stück dürft ihr halt definitiv nicht verlieren, sonst wird's halt nichts. Aber man hat natürlich auch gesehen, es kann schon klappen. Also zwischenzeitlich sah es ja auch für Walter ziemlich gut aus. Ja, hat sich halt dann selber wieder um den Lohn des eigentlich ordentlichen Spiels gebracht, indem er halt einfach seine Sniper reihenweise verloren hat. Ja, und auch sein Panther, 2 Panther sogar verloren. Ich meine, gut, hier diese Ultra-OP-Scheiße mit den Tulip-Raketen ist halt auch echt böse. Also ich wusste, dass es böse ist, oder ich weiß, dass es böse ist, aber dass es so krank abgeht, hat mich jetzt, wo ich es wieder gesehen habe, selber ein bisschen mich selber ein bisschen drüber erschrocken wieder. Also das gehört meines Erachtens wirklich genervt. Okay, aber gut, ja, ein ganz nettes, unterhaltsames Spielchen auf jeden Fall. Um nochmal auf den Anfang des Videos zurückzukommen, gebt mir bitte Bescheid, wie es jetzt audiomäßig, wie das jetzt war. Das war jetzt das erste Video mit dem neuen Mikrofon. Da kann es natürlich sein, dass da vielleicht noch ein bisschen Feinjustierung möglich ist. Ich habe mein Bestes getan, aber wie es dann letzten Endes bei YouTube, wenn man es dann hochgeladen hat, rüberkommt, das weiß man ja nie. Das heißt, wenn's scheiße war oder so, dann gebt mir Bescheid, ich bin dann auch nicht sauer oder so. Ich kann ja nichts dafür. Es ist halt so eine technische Sache, die man einfach ausprobieren muss. Wenn es schon gut war, dann umso besser. Dann schreibt es mir auch. Oder gebt mir einen Daumen hoch oder was auch immer. Das ist ja grundsätzlich nicht ganz nett, so einen Daumen da zu lassen, wenn ihr da Bock drauf habt und es euch einigermaßen getaugt hat. Ja, wie gesagt, über Feedback, Audio-Feedback, vor allem jetzt in dem Fall, würde ich mich freuen. Ansonsten will ich den Cast jetzt hier auch schließen. Sagt wie immer, danke für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch eine gute Zeit, noch ein schönes Wochenende und sag wie immer, bis zum nächsten Mal.